ihr lieben Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Offense. Ja, The Healing lässt sich Zeit. Ja. Sehr schade, ich dachte, wir können damit mal bald anfangen. Ja, die letzte Folge, beziehungsweise die letzte Episode The Healing. Ne? Jeder wartet auf das Finale. Wer ist Dr. Crow? Ich habe da so eine gewisse Vermutung, weil eine gewisse Person sich verquatscht hat. Vielleicht. Ja. Und dann denke ich mal, dass sie es sein wird. Dr. Crow. Okay, aber wir sind hier bei Orphans. Bei Orphans geht es noch nicht weiter. Also zumindest nicht mit den Episoden. Bei uns jetzt gerade schon. So, wir sind hier bei Amber. Tatsächlich. Die ihre Ohren kopiert. Also nicht die ihre Ohren kopiert, sondern die von dem Hund. Darauf werde ich immer drauf rumreiten. So, jetzt haben wir die ZIP-Datei geöffnet. Ich wollte hier nochmal. Können wir doch mal nochmal reingucken, einmal eben. Wo wir das aufgemacht haben. Notizen, schön, dass wir die Notizen machen können. Finde ich total geil. Profil, Minispiele, bla. Minispiele? Achso. Warte, ich will hier wieder raus. Lass mich hier raus. Chat, achso. ZX, wo war denn das nochmal? Irgendwo muss ja doch die Dateien. Genau, die hat mir freigeschaltet. So, Garman Peter, Abschied von Kai. Gerbert Band, alles was du siehst. Gabelsberg, Petra, das Labyrinth. Gach, Michael, Zeitreisen. Gadamer, Bruno, Antworten auf große Fragen. Gardebusch, Michaela, Psychologie der Massen. Gajewski, Silke, Umgang mit negativen Emotionen. Gedärmer, Manfred, keine Referenzangaben. Gerd, Rebecca, der tödliche Koss. Grabmann, Sebastian, der Name des Sturms. Gruber, Randolph, die unheimliche Macht der Sekten. Grünhage, Günther, die dunkle Wälder. Grötzinger, Ina, die Frau meines Lebens. Gröwe, Karl-Heinz, keine Referenzangaben. Guggenheim, Peter, die letzten Geheimnisse. Gutschebauch, Nicole, keine Referenzangaben. Götting, Carsten, der große Zauberlehrling. Göswein, Kai, keine Referenzangaben. Gruber anrufen, Montag 14 Uhr. Gruber, warte mal, Gruber. Musste hier stehen irgendwie. Ja, Randolph. Randolph Gruber, die unheimliche Macht der Sekten. Alte Schwede. Okay. Schreibe Nachricht. Hi Amber, sagt dir der Name Gruber irgendetwas? Pop! Pop, pop! Weil's poppt! Achso. Keine Antwort. Ach, schade. Doch, jetzt schreibt sie. Gruber? Leider nicht. Aber die unheimliche Macht der Sekten. Einen kleinen Moment mal, Tomji. Ja, der Moment ist sehr, sehr klein und lange. Moment. Ja, hier, mein Vater hatte mir vor ein paar Monaten ein Buch von diesem Gruber geschenkt. Guck mal. Die unheimliche Macht der Sekten. Ich denke, das hat was mit diesem Haus damit zu tun. Also mit diesem Waisenhaus. Ich habe allerdings nicht ganz gelesen. Nicht ganz, lies durch. Fand es ziemlich langweilig, wenn ich ehrlich sein soll. Aber Moment mal. Ich meine, der Kontakt war auch im Handy meines Vaters gespeichert. Eine Sekunde, Tomji. Okay, da bin ich jetzt mal bei gespannt. Ja, genau. Randolph Gruber. Wenn mein Vater eine Nummer speichert, ist sie ihm normalerweise auch wichtig. Alles, was ich aus seinem Buch über diesen Gruber weiß, er ist wohl Reporter. Hat in der Vergangenheit anscheinend schon den einen oder anderen Skandal aufgedeckt und mit dazu beigetragen, dass einige dieser Leute ins Handwerk gelegt wurde. Amber, ich glaube, ich weiß, warum dein Vater Gruber kontaktiert hat. Und er stand wohl in Kontakt zu deinem Vater? Was genau meinst du, Tomji?
Ein bisschen Waisenhaus gab es wohl damals in der Sekte. In seinen Aufzeichnungen berichtet der Vater über okkulte Rituale. Ich befürchte, der Vater war einem Kult auf der Spur. Wovon redest du? Wie kommst du darauf, Tom G? Ich habe Zugang zur Cloud deines Vaters. Ei, wie sollst du das jetzt erklären? Verschlechtert. Ja, welche Möglichkeit hatte ich denn? Moment, du hast was? Wie zur Hölle bist du da rangekommen? Und wieso erzählst du mir es jetzt davon? Es ist eine lange Geschichte, Amber. Ich wollte dich nicht verärgern, es tut mir leid. Ich wusste einfach nicht, wie du darauf reagieren würdest. Tomji, ich habe dir vertraut. Okay, jetzt hat sie es erledigt, ne? Du musst mir bitte glauben. Ich hatte keine böse Absicht. Amber, bitte, vielleicht hilft uns das, deinen Vater aufzufinden. Ich weiß, ich will doch nur meine Freunde retten. Ich glaube, sie ist raus. Ah, wohl noch nicht ganz. Okay, das muss ich erstmal verdauen. Aber erstmal weiter im Text. Okay, ich glaube, wir machen uns nicht gut bei den Ladies. Was hast du bei deinen Schnüffeleien in der Cloud meines Vaters gefunden? Schnüffeleien bei der Cloud meines Vaters? Alter Schwede. Kann das sein, dass jemand da angeschiebelt bist? Das meiste ist leider verschlüsselt. Hier ist alles, was ich bis jetzt habe. Boah, hat es schnell durchgelesen, wa? Okay, ich werde mir das mal in Ruhe ansehen. Aber zumindest würde es erklären, wieso mein Vater sich an diesen Gruber gewandt hat. Ich denke, wir sollten ihn mal auf den Zahn fühlen. Herausfinden, was er weiß. Und danach schuldest du mir noch eine Erklärung, Tom G. Ja, alles klar. Kein Problem. Ich bin echt sauer auf dich. Ja, ja. Oh, Dimey late. Ja, das kann ich verstehen. Ich werde dir später alles erklären, versprochen. Es tut mir wirklich leid, Amber. Also, du rufst diesen Gruber an, während ich mir die Dateien anschaue, okay? Okay, vielleicht bringt das uns ja weiter. Hoffentlich kann das weiterhelfen. In Ordnung, ein Versuch ist es ja wert. Hier ist eine Kontakt-ID. Merkt ihr das? Alles klar. Ja. 25, 4, 3, 7. Und los geht's. Eieiei, Randolph. Gruber, hallo? Hallo? Ja, hallo, mein Name ist Tomji. Ich bin hier in der Ermittlungsspur. Ich kann dich nicht hören. Ja, dann hör mal genauer hin jetzt hier. Scheiß Netz, wa? Weg ist er. Ja. Wie erkläre ich dir das jetzt? Amber? Oh, Jarek. Tomji, hier ist ein Haus, ich kann es nicht glauben. Ey. Alle Lotte. Ui, das sieht aber spukig aus, ne? Sieht aus wie das Haus hier bei... Da gab es doch auch noch mal Fotos von 4 Ass. 4 Ass ist nochmal eine Spielempfehlung. Mhm, ja, ja. Endlich, das könnte die Rettung sein. Hoffentlich ist da jemand, der euch helfen kann. Das, ich glaube, eher weniger. Das sieht so aus, als würde jemand da irgendwie Sandy grillen oder so. Ich sehe mir das mal etwas genauer an. Ja, bis gleich. Jarek ist nur offline. Anni, Tomji. Tomji? Nein, wir sind raus. Also, nein, das geht so nicht weiter mit uns. Es tut mir einfach so innerlich leid, was? Du hattest recht. Ach, nö. Du hattest verdammt nochmal recht. Ach, nö. OMG. Tammy Leon. Was ist los? Die zertrümmerten Autos. Tomji, was geht da nur vor sich? Wo bist du?
Von wem hast du es erfahren? Also glaubst du mir jetzt? Anni, es ist der reinste Albtraum. Ich bin selber da! Ich habe gerade mit Ina gesprochen. Ah ja, okay. Ihr glaubt sie natürlich. Ich hatte mir Sorgen gemacht. Und sie war die Einzige, die erreichbar war. Ich kann das alles immer noch nicht fassen. Das ist alles unglaublich. Aber die Dinge, die mir Ina geschickt hat. Und sie, die beiden hatten einen schweren Unfall. Zum Glück sind sie nicht schwer verletzt. Nur halb schwer. Ein Wunder, dass sie überlebt haben. Und in der Nähe ist ein Dorf, wo sie Hilfe suchen können. Ja, sie mussten die Suche nach dem anderen abbrechen. Oh, little baby. Ja, das stimmt. Ich bin völlig fertig mit den Nerven. Ja, wärst du früher, hättest du mir geglaubt. Was machen wir denn jetzt, Natomji? Du machst schon mal gar nichts. Ina sagte mir, dass meine Schwester soweit okay wäre. Aber Tammy, Leon, Sandy. Ich mache mir so furchtbare Sorgen. Ich habe sofort bei der Polizei angerufen. Die hatten nicht geglaubt. Was hast du denn erzählt? Und lass mich raten, sie glauben dir kein Wort. Ich habe ihnen natürlich nichts von einem Fluch oder so erzählt. Sondern, dass Ina und Sambo einen Unfall hatten. Und dass unsere Freunde in diesem Waisenhaus festsitzen. Hab gesagt, dass sich einer aus der Gruppe schwer verletzt hat und sie dringend Hilfe brauchen. Das Problem, ich konnte der Polizei nicht sagen, wo sich dieses Waisenhaus befindet. Aber Ina konnte mir wenigstens ihren Standort übermitteln. Die Polizei sagte mir, dass sie Notfall unverzüglich an einer nahegelegenen Dienststelle weiterleiten. Ja, super. Und jetzt warte ich schon eine gefühlte Ewigkeit auf den Rückruf. Ja, die kommen ja mit Pferdekutschen an. Wir haben noch keine Autos, da sind sie noch nicht. Sie werden sich sicher bald melden, Anni. Immerhin passiert endlich etwas, um Mika und den anderen zu helfen. Ja, dieses Warten macht mich ganz verrückt. Sie hätten nie dorthin fahren dürfen, niemals. Aber Mika will ja nie auf mich hören. Ja, so ist sie, unsere Mika, so ist sie. Du kannst stolz auf deine Schwester sein, Anni. Warum sollte ich das jetzt hinschreiben? Warum? Du meinst, weil sie Tammy und die anderen nicht im Stich lässt? Eben. Verdammt, wären sie nicht so verdammt leichtsinnig, wären sie erst gar nicht in diese Situation gekommen. Aber du hast schon recht, ja. Auf Mika konnte man sich schon immer verlassen. Wenn Not am Mann ist, ist sie immer für einen da. Und wenn es eine Frau ist? Ohne Rücksicht auf Verluste. Ohne sie würde ich wahrscheinlich heute nicht hier sitzen. Oh. Wieso, was passiert? Erzähl, was war? Nicht sagen. Geht uns eigentlich so gar nichts an, ne? Tattoos. Komm mich auf Insta besuchen. Ja, mach das mal, Leute. Mach das mal. Wir waren noch recht klein. Mika war gerade so 8 oder 9. Wir waren mit meinen Eltern im Sommerurlaub in Kroatien. Wir waren in so einer kleinen Bucht. Ganz typisch für Kroatien. Kein Sandstrand, sondern Kiesel und Felsen. Jupp, ich war schon mal in Kroatien. Klingt sehr idyllisch. Oh ja, Kroatien ist sehr schön. Auch mit Kajakfahren und so. Stimmt. Achso, stimmt. Ich war auch mal in Kroatien. Ich war auch in Pula. Da gibt es ein römisches Kolosseum. Mein Vater war gerade unterwegs, um sich eine Zeitung zu besorgen. Meine Mutter schlief im Schatten. Wir waren mit dem Wohnmobil da. Wir beide spielten am Wasser, als mich plötzlich eine Welle umriss. Ich schlug mit dem Kopf auf die Steine und verlor das Bewusstsein. Ja, dann weißt du ja nichts mehr davon. Oh mein Gott, und Mika hat Hilfe geholt. Bin ich nett so als Schwester.
Die Welle muss mich dann hinaus ins Meer gespült haben. Aber als ich wieder zu mir kam, hatte Mika mich schon zurück an Land gezogen. Diese kleine, schmächtige Mädchen hat nicht eine Sekunde überlegt. Sie ist ins Wasser gesprungen und hat mich mit all ihrer Kraft herausgezerrt. Ja, super. Sie konnte selbst kaum schwimmen damals. Ja, aber super, sie ist ein Held. Ich glaube, ich wäre ertrunken, wenn sie nicht gewesen wäre. Warte, da ruft jemand an. Ja, geh mal ran. Jarek ist nur online. Ja, genau. Und dann wollte ich sagen, folgt ihr mal auf Instagram. Macht das mal alle. Das ist, glaube ich, eine ziemlich coole Sache. Ich bin auch immer froh, wenn mir Leute, die mir in den Spielen gefolgt sind, beziehungsweise jetzt bei The Sign und so, und die mir gefolgt sind auf Instagram. Finde ich immer nett und sowas. Und natürlich eben halt nicht so wie die anderen da. Die haben natürlich mehr Abos abbekommen. Aber ist eben halt so. So ist eben halt mein Leben. Es scheint niemand da zu sein. Die Tür war nicht verschlossen. Bin ich so fame wie die anderen immer. Du bist einfach reingegangen? Seltsam. Da brannte doch Licht. Ein Haus mitten im Wald. Ich frag mich, wer da wohnt. Ja, hat mich auch gewundert. Aber auf meinem Klopfen und Rufen hat niemand reagiert. Aber lange kann der Besitzer noch nicht weg sein. Und er wird ja wiederkommen. Besser als irgendwie draußen rumzuehren. Ah, romantisch, ein Kerzchen ist an da. Vielleicht ist das ja auch Dings gewesen und erwartet dich in Candlelight Dinner und Macken Amore auf die Tischere, ganze sanfte Amore. Muy, muy bien, oh, grande, grande Amore. Die Kerze brennt noch und der Ofen ist auch noch warm. Oh, krieg du erstmal den Ofen auf, das dauert ein bisschen. Bist du dir wirklich sicher, dass niemand dort ist? Sei bitte vorsichtig, Jarek. Der Besitzer wird nicht erfreut sein, dass du in sein Haus eingebrochen bist. Ja, warum auch abschließen, ne? Mitten irgendwo im Nirgendwo, ne? Das ist dann eben halt Banane, so. Da rechnet man nicht, dass irgendwie so ein wildfremder Typ irgendwo um die Ecke kommt und einfach in das Haus einbricht. Ich weiß, aber was hätte ich denn tun sollen? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wer auch immer hier wohnt, scheint Jäger zu sein. Über den Kamin hängt ein altes Schrotgewehr. Das ist gut. Nimm's mit, Digga, und hau ab. Motivation mitnehmen und dann weg. Sieht aus, als hätte er da noch ein zweites gehangen. Das ist schlecht. An den Wänden Geweihe und relativ geschmacklose Bilder. Was denn für geschmacklose Bilder? Machen wir Fotos von. Gibt es vielleicht ein Telefon? Jarek, ich habe da kein gutes Gefühl bei der Sache. Oh Mann, unbefugtes Eindringen, ein Jäger und ein Gewehr fehlt? Gefährlich. Das ist der Stoff, woraus Horrorgeschichten gemacht werden. Okay, das könnte tatsächlich ein Problem werden. Aber das ist ein Notfall. Das interessiert ihn nicht, wenn er dich nachher isst. Wird schon gut gehen. Ja, mit Sicherheit. Ganz sicher. Man muss niemals die Hoffnung aufgeben bei so etwas. Oh Mann, die Bude erinnert mich stark an Filme wie Wrong Turn oder Texas Chainsaw Massacre. Wer kennt diese Filme nicht, ne? Und total geil. Eine Gruppe durchgeknallter Kannibalen würde im Waisenhaus hier noch die Krone aufsetzen. Und dann lachen die so. Ja, no. Warte mal. Warte mal. Ich warte. Jackpot, Tom G. Oh ja, jetzt geht's los. Alter Schwede, was haben wir hier? Alter Schwede, wer kennt sich damit aus? Das sieht mir doch schwer nach einem alten Funkgerät aus. Das könnte die Rettung sein, Jared. Krass, hoffentlich funktioniert es noch. Worauf wartest du noch? Hol Hilfe. Ja, was hast du dazu, Lotte? Was hast du dazu? Bist du feine Maus, ne? Ja, bist du feine Maus? Hallo, mein Schatz. Ne, das ist meine Dose. Hallo, mein Baby. War ja klar, warum sollte ich auch mal Glück haben? Kein Strom. Hallo, mein Schatz. Au, kein Strom, sag ich doch. Was, muss man nicht mehr beißen? Aber hier muss es Elektrizität geben. Lichtschalter, Steckdose, eine kleine Stehlampe. Hallo, mein Schatz. Wie sie feine.
Verdammt, was machen wir jetzt? Vielleicht gibt es ja irgendwo einen Schalter, irgendwas, womit man den Strom anstecken kann. So wie die Bude aussieht, hat er wahrscheinlich seine Rechnung nicht bezahlt. Na, das glaube ich eher weniger. Der hat irgendwie einen Generator oder so einen Scheiß. Ne. Nur haben wir keine Tankstelle für Sprit. Oh mein Gott, er stellt den Sprit selber her. Aus Öl und Tüchern. Hast recht, Tomji. Ich sehe mich mal um. So groß war das Haus ja noch nicht. Vielleicht finde ich ja einen Sicherungskasten oder was in der Richtung. Okay. Aha. Hier ist noch irgendwie ein weiterer Raum. Ja, check den mal aus. Und dann hängt sie da drin seine Freundin. Also, so viel Fessel so und macht mit Tuch rum und keine Beine mehr abgesägt. Das Schlafzimmer. Oder sie hängt im Schlafzimmer. Im Bett. Alter. Das sind tatsächlich Fesseln. Das ist doch wohl ein Witz. Aber sieht irgendwie total gemalt aus, ne? So irgendwie so. Kann man fassen? Ja, hat einen Filter drauf. Ne, hat so einen Comic-Filter drauf. Oder so einen Zeichentrick-Filter oder so. Aber mit Fesseln. Falls man nachts aus dem Bett fällt. Schon mal nett, ne, oder? Hui, auch nicht schlecht. Hier sind Lederriemen am Kopf und am Fußende des Bettes. Bestimmt nicht für gewisse Spiechen. Unser Jägerlein steht wohl auf Fesselspiechen. Oder eben halt, er fesselt gerne Leute und sie zu zerstückeln. Hui, sogar ziemlich heftig, wie es aussieht. Alter. Im Rahmen von dem Bett sind ein paar ziemlich tiefe Kratzspuren. Alter Digga, das ist nicht normal. Die Kruzifix und das Jesusbild passen aber mal so gar nicht dazu. Aber sie scheinen auch ziemlich religiös zu sein. Hm. Exorzismus! Da wurde Exorzismus durchgeführt. Ganz schön schräg, wenn du mich fragst. Hm. Aber nichts, was uns hier weiterbringt. Warte mal kurz. Exorzismus, natürlich. Was denn doch sonst? Kruzifix, Jesusbild, Schnallen an den Betten, tiefe Kratzer, das ist Exorzismus. Die exorzieren da irgendwelche Leute. Befreien sie von Dämonen. Im Nachttisch eine alte Bibel und drei Patronen aus Silber. Könnte zum Gewehr über den Kamin gehören. Ja, super, perfekt. Lad durch und weg damit. Hier liegen noch ein paar Fotos. Scheinen schon sehr alt zu sein. Alter Schwede, wer hätte das gedacht? Jarek, das Mädchen habe ich schon mal gesehen. Wo? Auf dem Video von der Drohne. Bist du dir sicher? Ich meine, du warst der Einzige, der sie gesehen hat, aber ich habe sie jetzt wieder gesehen. Aber bei allem, was hier abgeht, zweifle ich inzwischen sowieso schon an meinen Verstand. Ich bin mir zu 100%ig sicher. Die schwarze Haut, die Zöpfe, ich könnte schwören, dass sie es ist. Sie sieht ihr zumindest verdammt ähnlich. Ich bin mir zu 100%ig sicher, das ist sie, Jarak! Aber was hat dazu was hat das nur zu bedeuten? Das ist doch alles ein verdammter Albtraum! Wenn ich nur wüsste, wo sich der verdammte Sicherheitskasten befindet. Sicherungskasten. So weiter, irgendwo muss er ja sein. Und wenn die Sicherungen außen am Haus sind? Was natürlich sehr unpraktisch ist, so, ne? Für Leute, die da einbrechen wollen. Also, aber man geht ja beim Hausbau nicht davon aus, dass Leute einbrechen wollen. Möglich, aber ich gucke erstmal hier drin weiter. Hast du so solche kriminalen so Schießfilme, ne? Wenn die so Polizeirevier überfallen, dann machen die Sicherung kaputt und so, weil die Sicherung immer grundsätzlich 10 Kilometer außerhalb des Polizeireviers ist. Moment! Hier auf der Kommode liegt etwas. Na, das hast du natürlich eben gerade übersehen, was? Was Handschriftliches sieht aus wie ein Brief. Ich kann hier nichts lesen, zu dunkel. Moment, ich gehe mal zurück in den Wohnraum. Da steht er denn. Der Jäger.
Stell mir vor, so Little Nightmares 2, Alter, der Jäger. Und, was steht drinne? Er schließt vor. Sekunde. Boah. Puh, ganz schön heftig. Ja, was denn? Aber lies selbst, was? Au. Was ist nur aus dem lieben und höflichen Waisenkind geworden, dem wir eine Familie sein wollten, seitdem Schwester Braun und Emilia zu uns gebracht hatte? Hat sie sich verändert? Anfangs dachten wir noch, sie sei krank. Inzwischen bin ich jedoch der festen Überzeugung, dass das wahrhafte Böse in ihr wohnt. Sie wurde immer gewalttätiger, sodass wir gezwungen waren, sie am Bett zu fixieren. Als ich heute Emilias Zimmer betrat, um für sie zu beten, redete sie in einer mir völlig unbekannten Sprache. Das war Latein auf rückwärts gesprochen. Mhm. Das machen die ganzen Besessenen immer. Achso, genau, zweiter Teil. Ich weiß nicht, was dann geschah. Ich schwöre bei Gott, ich kann mich nicht einmal erinnern. Aber als ich wieder zu mir kam, lag das Gewehr in meinen Schoß. Ich hatte meine geliebte Frau und unsere Tochter erschossen. Emilia, sie lag nur da und lachte höhnisch und verächtlich. Herrgott, was habe ich nur getan? Mit dieser Schuld kann ich nicht leben. Und so habe ich beschlossen, meine geliebte Frau und meine kleine Tochter zu folgen. Möge der Allmächtige uns verzeihen. Okay. Cool. Oh Gott, dieses Mädchen, sie war auf diesem Waisenhaus. Sie war auf diesem Waisenhaus. Das ist wirklich heftig. Und diese Emilia. Oh Mann, meinst du, der Vater, er hat sich... Wahrscheinlich nicht. Kann das sein, dass zu gewissen spannenden Passagen über die Musik gruseliger wird? Ist das so geplant? Oh Gott, dieses Mädchen, sie war auf dem Waisenhaus. Ja. Ich versuche jetzt, dieses verdammte Funkgerät zum Laufen zu kriegen und dann verschwinde ich von hier. Als wäre man in einem verdammten Horrorfilm. Warte, hier geht's noch nach unten. Oh Gott, du solltest da auf gar keinen Fall runtergehen. Da bist du tot. Du bist gleich tot. Kannst dich gleich hier machen, selber. Oh. Ja, super. Mach doch mal ein Video. Ruf mal sprachnachrichtmäßig an. Na super, ein altes Haus, ein unheimlicher Keller. Mhm. Ja, und was macht der typische Horrorfilm-Idiot? Er geht runter. Ich wette, der Sicherungskasten ist da unten. Mit Sicherheit. Bei Phasmophobia ist er auch immer im Keller meistens. Oder Garage. Sei bitte vorsichtig, Jarek. Das Ganze ist unheimlich. Das könnte gut sein, gerade in so einem alten Haus. Okay, er meldet sich nicht mehr. Ah doch, jetzt. Bingo! Hier steht ein alter Generator. Hab ich doch gesagt, Generator. Hab ich gesagt, Generator, ne? Moment, er ist leer. Er läuft. Der Strom ist an und ist laut. Super, dann seh zu, dass du den Funkspruch absetzt. Endlich mal gute Nachrichten. Hoffentlich funktioniert das Funkgerät. Hä? Hier unten am Ende des Ganges ist noch ein Raum. Hä? Das Licht ist angegangen, als ich den Strom angeschaltet habe. Hä? Warum? Und diese Tür, Alter.
Warte, ich schau mal, was da ist. Fuck! Oh? Ja, was denn? Achso, ich muss was schreiben. Was passiert? Ist offline. Ja, also, gut. Guten Tag, Herr Gruber. Gut, die Spannung wurde uns gerade somit geraubt, ne? Da wir jetzt mit Herrn Gruber schreiben sollen. Und, das gerade uninteressant ist. Deswegen, nächste Folge, beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Reinschalten und tschüssli, Müsli.